So, einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen heute hier zum Webinar, wieder täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Ja, Martin Görsch ist mein Name. Ich vertrete noch die nächsten 2 Wochen den Mike Seidel hier bei den morgendlichen Marktanalysen. Bevor wir starten, wie immer der kleine Risikohinweis, ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist nicht für jeden Anleger geeignet. Das sieht man auch leider daran, dass viele Marktteilnehmer Geld verlieren in ihren Trading-Aktivitäten. Bitte beachtet das immer, dass ihr auf der einen Seite zwar Geld verdienen könnt, auf der anderen Seite aber auch große Risiken tragt. Okay. Das, was wir hier heute machen, alles, was hier im Bereich Analyse läuft, ist bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen, ist auch keinerlei Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ich will einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich die Märkte sehe, wie ich meine Währungsanalysen hier insbesondere mache, wie ich die Indizes handle und hoffe, dass ihr da ein bisschen was draus lernen könnt. So, ich hole mir noch kurz den Chat hier rein und dann sollte das eigentlich auch alles klappen. Wenn ihr Fragen habt, dann packt die gerne direkt in den Chat. So, da haben wir es auch schon. Ja, schönen guten Morgen, Olaf, hi Mito, Arthur, hi Michael. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, seid ready for action heute hier am Markt, weil wir haben ganz, ganz wichtige Situationen an den einzelnen Währungsmärkten und zwar insbesondere in Verbindung mit dem US-Dollar heute. Und immer, wenn wir eine wichtige Ausgangslage im US-Dollar haben, ist es oft so, dass wir in den großen Major Currencies gute Trading-Gelegenheiten finden können. Und das schauen wir uns heute mal an. Zuerst werfen wir wie immer einen Blick auf die News. Da ist heute um 3:30 Uhr in Australien schon das Protokoll der geldpolitischen Sitzung gewesen. Keine Wahnsinns-Moves, es hat sich am Ende nichts verändert. Die Trendrichtungen sind alle bestehen geblieben. Können wir auch gleich noch einen Blick drauf werfen auf den Aussie-Dollar. Wie der sich verhalten hat, ist aber nichts Wildes gelaufen. Ansonsten haben wir heute FOMC-Mitglied, EZB-Vizepräsident. Ja, um 10 Uhr ist alles nicht so wichtig. Treffen der EU-Finanzminister. Ich rechne nicht mit irgendwelchen ungeplanten Überraschungen in dem Bereich. Baugenehmigung 14:30 Uhr in den USA. Die Bauaktivität in den USA war in der letzten Zeit sehr, sehr gut. Also wir werden wahrscheinlich auch wieder gute Wohnbaubeginne sehen, hohe Baugenehmigungen, die erteilt worden sind. Man hat das vielleicht mitgekriegt, auch die ganzen Retailer, die heute ihre Zahlen bringen. Ja, Walmart, Home Depot, die profitieren davon, dass die Leute in Amerika nicht groß unterwegs sein können. Ja, dass es da auch stellenweise Lockdowns gab, dass viele Unternehmen umgestellt haben auf Homeoffice. Das heißt, der durchschnittliche Amerikaner hat im Moment viel mehr Zeit als normalerweise. Und entsprechend hoch sind da im Moment die Aktivitäten im Sinne von ja, Eigenheimverschönerung. Deswegen läuft es bei Home Depot so gut. Und man sieht auch, wie die Holzpreise, Bauholz am Future-Markt in den letzten Wochen und Monaten durch die Decke gegangen sind. Da gab es also ordentliche Preisaufschläge und das hängt ganz klar mit der Nachfrage zusammen. Ja. Und dadurch, dass diese Nachfrage steigt, sehen wir, dass auch die Bautätigkeit zunimmt. Ja. Und von daher rechne ich hier mit ganz guten Zahlen, Baugenehmigung, Wohnbaubeginne. Das sollte sich weiter positiv auf die Indizes auswirken, hat aber jetzt auf den US-Dollar erstmal nicht so den großen Einfluss. Ja, was haben wir sonst noch? Global Dairy Trade Preisindex in New Zealand, auch kein riesen Market Mover.
Und ja, Rohöllagerbestände ist natürlich wichtig für alle Ölhändler. Da passiert aber heute innerhalb des Tages auch nichts. Also, ich rechne hier heute nicht mit großen newsgetriebenen Bewegungen. Das heißt, unser Trading können wir hier ganz normal jeden Tag durchführen. So, wir hatten ja am Freitag die neuen Commitments of Traders Daten. Das schauen wir uns mal kurz so ein bisschen grob im Blick an jetzt hier, weil wir eben insbesondere auch auf den US-Dollar heute hier verstärkt schauen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ein 5-Jahres-Chart vom Dollar-Index, ja, also so seit September 2015. Und da fallen vielleicht zwei Dinge auf oder da sollten dem geneigten Trader zwei Dinge auffallen. Ich zeige es mal kurz. Zum einen, ja, die große Range, in der wir uns hier bewegen. Wir sind auf der Oberseite hier ganz klar begrenzt bei 104. Ja, wir hatten ja in der letzten Woche schon drüber gesprochen, wo diese extremen Bewegungen hierher kommen. Da will ich gar nicht nochmal groß drauf eingehen. Aber was hier wichtig ist, ist, dass man, wenn man erkennt, dass man in so einer Seitwärtsphase hier ist und wenn wir uns das Ganze noch länger anschauen würden, würden wir sehen, dass die auch noch weiter nach links geht. Wenn man dann sieht, man kommt von hier oben, von der oberen Begrenzung, dann tradet man üblicherweise hier Richtung untere Begrenzung. Ja, und das ist jetzt hier ein Wochenchart. Na, da kann man aber auch sehen, dass wir hier auf dem Wochenchart zwei schöne Gelegenheiten hatten, hier ganz sauber einzusteigen in die Märkte. Ja, so eine Bear Flag und ein Dreieck hatten wir hier. Und jetzt im Moment hat sich hier etwas entwickelt, ja, nochmal so eine kleine Range im Prinzip hier auf dem Weekly. Und da sind wir gerade dabei, nach unten auszubrechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die nächsten wirklich großen Unterstützungslevel, die liegen erst hier unten. Ja, in diesem Bereich ab 90, 50 ungefähr fängt das Ganze an. Hier liegt die wirklich dicke Unterstützung. Und wir hatten ja auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, Bewegungen, die sehr dynamisch in die Aufwärtsrichtung laufen, die kommen häufig auch sehr dynamisch wieder zurück. Ja, Bewegungen, die sehr dynamisch in die Abwärtsrichtung laufen, kommen häufig auch sehr dynamisch wieder zurück. Ja, das sehen wir hier überall, wenn wir uns diesen Chart anschauen. Na, wenn wir sehr dynamisch nach oben laufen, dann laufen wir kurz danach meistens auch wieder sehr dynamisch nach unten. Und das Ganze passt eben auch, wenn wir Kurslevel erreichen, die längere Zeit nicht mehr erreicht worden sind. Und wo ich jetzt hier kurz das Augenmerk drauflegen möchte, das wäre dann entsprechend diese Aufwärtsbewegung. Das war die Korrektur von der Abwärtsbewegung. Aber nichtsdestotrotz ist die mit so viel Dynamik gelaufen, dass wir in diesem Bereich hier kaum Unterstützungslevel entwickelt haben in den kleineren Zeitebenen. Das heißt, die nächste Abwärtsbewegung, die hier kommt, könnte auch wieder recht dynamisch vonstatten gehen. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Wir haben Extrembereiche, das hatte ich ja auch in der letzten Woche schon mal gezeigt. Wir haben hier Extrembereiche im Bereich der Dealer Intermediary, das sind hier in den Currencies, sind das die großen Hedger. Ja, da haben wir diese Extrembereiche und die Bewegungen, die aus den Extrembereichen hier entstanden sind, sind diese beiden. Ja, das ging einmal von hier los, da sind wir mehrere Wochen gestiegen und dann waren wir hier einmal in diesem Bereich, da ging es noch mal eine Ecke abwärts und dann sind wir aber auch wieder gestiegen. Und wir sind jetzt hier bei der roten Linie, wenn wir uns das anschauen, knapp über der Null. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, die Dealer Intermediary, die sind also überhaupt nicht mehr hier gegen einen weiterfallenden Dollar gehedged. Und was auch auffällt, ist, dass wir hier mit der gesamten Bagage, also alle Trader, die wir uns anschauen, liegen wir hier Richtung der Nulllinie. Wir haben also keine großen Hedging-Positionen mehr und wir haben auch keine großen Positionen mehr hier Dollar Long oder eben entsprechend Dollar Short bei den Asset Managern oder auch bei den Leveraged Funds. Ja, wie wir das hier gesehen hatten, hier waren wir Dollar Short, hier waren wir Dollar Short bei den Leveraged Funds. Da sind wir eben auch nicht mehr. Ja, Dollar Short ist hier alles abgebaut worden. Wir sind mehr oder weniger überall im Nullbereich. Jetzt ist es wichtig zu sehen, dass ein Erreichen dieser Extremwerte, fahren wir hier nach oben, ja, noch nicht heißt, dass wir
eine große Aufwärtsbewegung sehen. Ja, sondern wir haben hier, bevor die Aufwärtsbewegung kam, erstmal nochmal eine deutlichere Abwärtsbewegung gesehen. Und so etwas Ähnliches würde ich jetzt hier auch erwarten. Ja, wir sind zwar in den Extrembereich gelaufen, ich erwarte aber nicht, dass wir hier jetzt sofort in die Bodenbildung gehen und hier wieder drehen. Die Chance wäre hier da gewesen, an dieser Stelle. Ja, wir haben hier zwei lange Dochte gehabt auf der Unterseite im Wochenchart. Da sind definitiv Käufer reingekommen, hier unten im Bereich 92,60. Aber wir haben keine Fortsetzung hier nach oben gesehen. Vielmehr haben wir nicht mal diese letzten Tiefs hier getestet. Das wäre ein ganz wichtiger Bereich gewesen, ein ganz wichtiges Level. Wenigstens diese Tiefs hier zu testen, das ist nicht passiert. Ja, idealerweise hätten wir eine Bewegung gesehen hier nach oben und vielleicht dann wieder nach unten. Das ist nicht passiert. Das spricht dafür, dass wir weiterhin eine extreme Schwäche im Dollarindex hier drin haben. Das heißt, US-Dollar weiterhin extrem schwach. Ja, die Bewegung wahrscheinlich hier auf der Unterseite weiter fortgesetzt. Und wo kommt das her? Naja, wir können uns das relativ einfach anschauen hier. Und zwar, hier kommt das her. Ja, das, was wir hier haben, ist der Wechsel oder die Veränderung der Geldmenge. Und ich habe das hier mal im Vergleich von der Eurozone, also die Geldmenge in Euro, wie die sich verändert hat, und für die USA, also Geldmenge vom US-Dollar. Ja, und da sehen wir, wie das Ganze hier auseinanderdriftet. Na, wir haben es typischerweise in den Krisenphasen, ja, dass die Geldmenge zunimmt. Na, hier, ja, in den Krisenphasen sehen wir, dass typischerweise die Geldmenge zunimmt. Und wir sehen auch, dass hier im Zuge der Corona-Pandemie in Europa die Geldmenge zugenommen hat. Warum? Naja, wir haben lauter Hilfsprogramme. In ganz Europa werden große Hilfsprogramme aufgelegt. Die EZB legt Hilfsprogramme auf. Wir haben also hier jede Menge Fiskalpolitik, die betrieben wird. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit dem, was hier in Amerika läuft, ja, wie hier die Geldmenge gestiegen ist. Naja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr groß drüber reden, warum der Dollar im Moment schwach ist. Wir haben ein absolutes Dollarüberangebot. Ja, und das sieht nicht so aus, als wenn das demnächst wieder korrigiert wird, sondern es laufen ja immer noch die Verhandlungen in Amerika zwischen den Demokraten und den Republikanern zu einem weiteren Fiskalpaket, ein weiteres Hilfenpaket zur Beseitigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Also es sieht eher so aus, als würde diese Geldflut aufrechterhalten bleiben. Und solange das so bleibt, müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass diese Trendbewegungen, die wir im Moment haben, Euro-Long, australischer Dollar-Long, US-Dollar-Short, ja, dass diese Trendbewegungen am Markt weiter laufen. Ich hole einfach mal kurz die Charts rein. Da sehen wir das auch direkt sofort. Wir haben hier jetzt einen Überblick über alle Major Currencies. Ich will einfach nur einmal den Blick dafür schulen, was hier in den einzelnen Märkten gerade passiert. Wir sind in ganz vielen Märkten an ganz, ganz wichtigen Leveln. Wir sehen es hier im US-Dollar, Schweizer Franken, da brechen wir gerade nach unten aus. Wir haben es hier im Euro-Dollar, da sind wir an dieser oberen Begrenzung, da sind wir kurz davor, nach oben auszubrechen. Wir haben es hier im US-Dollar, Kanadisch-Dollar, ja, dass wir hier gerade nach unten ausbrechen. Wir haben es im Australisch-Dollar, US-Dollar, ja, dass wir hier auf der Oberseite an die Begrenzung ranlaufen. Wir haben es im British Pfund, da haben wir in der letzten Zeit auch häufiger drauf geschaut hier. Wir haben es im British Pfund. Hier sieht es ganz klar so aus, als wenn wir nach oben rausgehen wollen. Und wir haben hier den US-Dollar gegen japanischen Yen. Der hat sich hier in der ABC-Bewegung recht stark erholt. Ich hatte hier eine längerfristige Short-Position, hatte ich zusammen mit dem Mike aufgebaut, als wir hier ausgebrochen sind unter die Tiefs. Hatten hier unten auch den ersten Zielbereich und sind dann aber hier
mit dem neuen Hoch erstmal aus der Short-Position ausgestiegen. Da muss man jetzt auch schauen, dass man hier irgendwie sinnvoll wieder reinkommt. Ja, da sind wir nämlich nur hier bis zum Verkaufslevel gelaufen. Das ist hier das große Widerstandslevel. Ja, wir sind bis zum Widerstandslevel gegangen. Hier hat die große Abwärtsbewegung angefangen. Hier ist auch der Ausbruch aus der größeren Range gekommen. Da sind wir einmal kurz rein, haben hier 2, 3 Tage mit diesen Leveln gekämpft und jetzt geht es sehr dynamisch hier wieder nach unten. Ja, und jetzt muss man einfach schauen, was man für Märkte hier traden möchte. Und das hängt immer ein bisschen davon ab, wo die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevel liegen. Und natürlich auch, wie die Indikatoren-Situation ist. Ja, wir sehen aber, dass diese Trends hier alle schon sehr lange laufen. Ja, Girsch-Trend hier ganz klar seit Ewigkeiten grün im Aussie-Dollar, seit Ewigkeiten grün hier im Euro, seit Ewigkeiten grün im British Pound, seit Ewigkeiten hier rot im US-Dollar Swiss Franc, rot im US-Dollar Canadian Dollar. Also man sieht, wie lange diese Trends hier schon laufen. Und ideal ist es natürlich immer, wenn wir, ja, wie jetzt hier zum Beispiel, eine Möglichkeit kriegen, so, ja, eine Möglichkeit kriegen, in so einem intakten Abwärtstrend Rücksetzer zu sehen, die an wichtige Level ranlaufen. Ja, hier haben wir das Verkaufslevel, hier der Rücksetzer läuft an das Verkaufslevel und wir dann in der Stochastik hier vielleicht sogar in den überkauften Bereich kommen, hier eine bärische Kreuzung sehen, ja, und man dann in diese Abwärtsbewegung hier wieder neue Positionen aufbauen kann. Jetzt aktuell sind wir auch an einem sehr wichtigen Level, weil wir gerade hier den Breakout unter dieses Zwischentief machen. Und dieses Zwischentief, das haben wir hier nicht nur im Tageschart, dieses Zwischentief, das haben wir auch im Wochenchart. Ja, hier haben wir das im Wochenchart. Das ist ein ganz wichtiges Level, ein ganz wichtiger Bereich. Das ist eine Unterstützungszone hier. Das sieht man auch. Ja, hier fängt die an. Das sieht man auch, wenn man hier ein bisschen nach rechts rüber geht. Ja, dann sehen wir, wir sind hier einmal in diese Unterstützungszone reingelaufen und haben von da an eine dreiwöchige Aufwärtsbewegung gesehen. Ja, das Level ist jetzt hier gerissen worden. Das war die erste Möglichkeit, hier Short zu gehen. Und jetzt gehen wir gerade unter dieses Level. Das ist die nächste Möglichkeit, hier Short zu gehen. Wir sehen auch, dass wir im Wochenchart, im Trendindikator, gerade wieder von einem Aufwärtstrend hier in einen Abwärtstrend wechseln. Das ist sehr spät. Normalerweise reagiert der Trendindikator viel, viel früher. Das hat also auch hier eine Bewandtnis, wie stark also diese Unterstützungszone hier unten war. Aber jetzt bricht diese Unterstützungszone und jetzt kommen wir hier auch mit dem Trendindikator wieder in den Short-Bereich. Ja, RSI ist hier noch nicht im Extrem. Wenn wir mit dem RSI in Extrem kommen, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Das sehen wir hier. Ja, da sehen wir dann auch gerne mal größere Korrekturen. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, der RSI hat hier noch kräftig Platz nach unten und die Stochastik reagiert ein bisschen schneller als der RSI. Da sehen wir aber auch, dass die sehr lange hier im überverkauften Bereich bleiben kann. Ja. Das wäre jetzt also hier kein Hinderungsgrund für mich, hier eine Position einzugehen. Okay, schauen wir einfach mal ein bisschen in die größeren Bilder rein. Euro-Dollar, ganz wichtig immer. Da können wir auch mal kurz nochmal auf die Commitments of Traders schauen im Euro-Dollar. Die haben wir hier. Das ist nämlich auch ganz, ganz interessant. Auch hier haben wir jetzt eine 5-Jahres-Ansicht. Und was hier auffällt, ist das hier. Ja, wir laufen bei den Hedgern hier in einen absoluten Extrembereich. Ja, wir haben noch nie so starke Netto-Short-Positionierungen gehabt hier bei den Dealer Intermediary. Und wir haben auch noch nie so extreme Long-Positionen gehabt in den Asset Managern. Das ist also
eine absolut außergewöhnliche Situation. Und der Grund dafür ist ganz klar das, was wir uns eben angeschaut haben, diese extrem angestiegene Geldmenge in den USA im Vergleich zur Eurozone. Und das sind jetzt Dinge, die hier ausgeglichen werden. Und da sehen wir auch gleich die große Schwierigkeit, ja, wenn man jetzt nämlich anfängt, aufgrund dieser Extrempositionierungen hier gegen den Trend zu arbeiten, dann kriegt man ein ums andere Mal hier auf die Mütze, macht einen Verlust nach dem anderen. Und von daher ist es immer wichtig zu schauen, wo kommen diese Bewegungen her? Haben die fundamentale Gründe? Und wenn ja, bleiben diese fundamentalen Gründe erstmal noch erhalten oder sind wir gerade dabei, die zu ändern? Und die bleiben momentan erhalten. Ja, das heißt, wir haben den Euro hier momentan auf der Long-Seite. Ich habe den auch hier in diesem Bereich, in diesem Ausbruchslevel gekauft. Teilgewinne sind glattgestellt worden. Die Restposition läuft noch und zwar mit Kursziel, ja, hier oben in diesem Bereich 1,2170 bis 1,2220. Das ist so der Zielbereich für diese Aufwärtsbewegung. Da muss man also immer ein bisschen aufpassen, wie man hier in den einzelnen Situationen reagiert. So, zack. Ja, und wenn wir uns das auf dem Chart anschauen, dann sehen wir hier auf dem Chart auch ganz klar, wir haben die Trendindikatoren, ja, den Görsch-Trend. Das ist mein absolut wichtigster Indikator für trendfolgende Trades. Da sehe ich auf der ganz großen Zeitebene, die immer ja am Ende richtungsweisend ist, sehe ich auf der ganz großen Zeitebene, dass dieser Trend nicht nur intakt ist, sondern dass der auch noch an Momentum zulegt. Ja, also wir haben hier einen ganz klaren Aufwärtstrend seit hier ungefähr. Seit hier sind wir in den Aufwärtstrend gerutscht. Und wir nehmen hier noch an Momentum zu. Ähnlich sieht das Ganze aus hier auf dem Tageschart. Ja, da sehen wir auch, dass wir die letzten Tage hier nochmal deutlich zugelegt haben. Wir haben das hier auf dem 4-Stunden-Chart und wir haben das hier über die gesamte Phase auf dem Stunden-Chart. Das heißt, in allen Zeitebenen ist der Trend hier ganz klar intakt in die Aufwärtsrichtung. Und solange das so ist, wird sich meine Trade-Richtung hier auch nicht ändern. Ja? Wir hatten uns das in der letzten Woche am Montag schon angeschaut und hatten auf dem 4-Stunden-Chart auch gesehen, hey, eventuell dreht das Ganze hier, weil wir eben gesehen haben, dass die Stochastik hier ein bisschen nach unten kommt. Wir haben das also am Montag in dieser Situation hier gesehen. Ja, haben gesehen, der Markt macht hier sowas wie ein Doppeltop auf dem Daily. Wir sind aus diesem letzten steilen Aufwärtstrend hier ausgebrochen. Wir haben hier unten eine Stochastik, die so ein bisschen im Rollover ist. Und das waren also die ersten Möglichkeiten, hier mal zu antizipieren, dass diese extreme Aufwärtsbewegung im Euro erstmal vorbei ist. Und haben gesagt, eventuell ergibt sich hier eine Short-Gelegenheit. Und das, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir in den 4-Stunden-Chart gegangen sind. Der ist jetzt hier unten links. Und haben hier reingeschaut und haben gesagt, hey, wir haben hier drüben und hier diesen ganz wichtigen Support-Bereich, den wir daraufhin hier eingezeichnet haben. Und da waren wir gerade dabei, in diesen Support reinzulaufen und haben gesagt, das Ganze wird für uns auf der Short-Seite frühestens dann interessant, wenn wir hier unter diesen grün markierten Bereich laufen. Ja, da waren wir auch in der Situation, dass hier der Stundenchart der Trend rot war, im 4-Stunden-Chart war der Trend rot, aber wir haben dieses wichtige Unterstützungslevel hier gesehen und haben gesagt, hey, für uns wird das Ganze erst interessant, wenn wir mit dem Kurs hier unten drunter laufen. Ja, ich hatte auf der offenen Euro-Position, habe ich immer noch, den Stop hier unten bei 1,1690. Ja, das ist eben eine Long-Position, die geöffnet ist und die erst dann geschlossen wird, wenn der Kurs hier unter 1,1690 geht. So lange ist die Aufwärtsrichtung noch aktuell. Und von daher ist es extrem wichtig, auch wenn man wie hier auf dem Tageschart oben rechts diese ganzen Signale bekommt, dann
muss man trotzdem erstmal auf den kleineren Zeitebenen schauen, ab wann gehen wir denn hier tatsächlich erstmal in einen Trendwechsel. Ja, und das ganze System läuft immer so, dass wir uns von der größeren Zeitebene inspirieren lassen und dann auf der kleineren Zeitebene am Ende die Einstiege suchen. Hier haben wir uns auf der größeren Zeitebene inspirieren lassen, haben gesagt, hey, Doppeltop, Trendlinie gebrochen, vielleicht laufen wir hier nach unten. Haben dann auf der kleineren geschaut und haben gesagt, alles klar, hier unten ist der wichtige Bereich. Solange der hält, sind wir hier weiter in der Aufwärtsrichtung unterwegs. Und solange ist es auch nicht interessant, das Ding zu shorten. Ja, sondern dann schaut man viel eher wieder, wann kann man denn hier vielleicht einsteigen, nochmal in die Long-Richtung. Und im Moment sind wir hier an einem Level, wo es durchaus interessant sein könnte, nämlich wenn wir den Ausbruch sehen hier über dieses alte Doppeltop. Wenn wir hier den Ausbruch nach oben sehen, könnte das eine interessante Geschichte werden. Ja. Ähnlich sah das aus im Euro-Aussie. Ja, da hatten wir eine ganz ähnliche Situation und hatten aber auch gesagt, hier liegt unser Support-Level auch so in diesem Bereich. Und hier ist es die gleiche Situation. Erst wenn wir durch das Support-Level durchbrechen, geht die Bewegung hier weiter nach unten. Dann haben wir hier gesehen auf dem Daily, dass wir durchaus hier von unten kommen im Moment und hier immer wieder oben gegen die 1,6590 ungefähr gegenschlagen und haben gesagt, wenn wir dieses Level nach oben überschreiten, dann könnte das interessant werden hier für eine Trendwende im Euro-Aussie, ja, dass wir den Euro eher auf der Long-Seite nehmen hier und den Aussie dagegen shorten, aber eben erst, wenn wir hier nach oben durchlaufen. Und das ist bislang nicht passiert. Und deswegen schaut man hier auf diese wichtigen Level und sucht sich die Einstiegsgelegenheiten erst dann, wenn wir tatsächlich sehen, dass der Trend hier dreht. Ja, vorher, egal wie oft man hier gekauft hätte, mit einem kleinen Stop, wäre man hier bisher immer wieder rausgeflogen. Und deswegen warten wir hier auf die interessanten Breakouts. So, wie sieht das aus im British Pound? Ja, ganz ähnlich wie im Euro. Hatten wir uns ja auch gestern hier schon angeschaut und gesagt, hey, im Moment sieht das Ganze so ein bisschen aus hier wie so eine hohe Flagge auf dem Wochenchart. Gucken wir in den Trendindikator, sehen wir Wochentrend grün, Tagestrend grün, 4-Stunden-Trend grün, Stundentrend grün, alles grün. Und wir sind in einem ganz ähnlichen Bereich, wie wir im Euro-Dollar waren. Ja, hier oben. Dieses Doppeltop, die Bewegung läuft ganz ähnlich. Hier ein Ausbruch nach oben ist ein ganz klares Long-Setup. Ja. Dann schauen wir auf den Wochenchart, bis wohin könnte das Ganze gehen. Naja, wir haben hier noch zwei kleine Widerstandslevel. Das ist ein bisschen unschön, aber ansonsten würde der nächste Zielbereich auf dem Weekly tatsächlich hier oben liegen, bei 1,35. Ja. Wir haben also durchaus die Möglichkeit, hier bis 1,35 zu laufen. Es ist jetzt nicht mein präferiertes Szenario, ja, weil wir hier in der Stochastik schon ziemlich weit oben sind und wir eben, wie gesagt, hier oben drüber direkt nochmal dieses Doppeltop haben. Ja, und das bringt hier den Widerstand rein. Das ist also nicht ganz so schön wie im Euro. Im Euro finde ich das deutlich schöner. Dann können wir uns das Ganze mal anschauen im Aussie-Dollar-US. Ähnliche Situation, ja. Noch ein bisschen bullischer. Wir sehen die Trendindikatoren ganz klar auf der Long-Seite in allen Zeitebenen und zwar schon eine ganze Weile deutlich. Ja. Wir sind auch hier in der Stochastik im Wochenchart recht weit oben, aber gerade im Wochenchart kann das Ganze auch relativ lange da oben bleiben und meistens viel länger oben als auf der Unterseite. Na, was ich hier jetzt ganz interessant finde, ist zum einen, dass wir hier auf dem Wochenchart ja, diese letzten beiden Hochs hier hatten, über die wir schon drüber gelaufen sind. Wir haben jetzt hier nochmal so ein Breakout-Level oben. Und da ist eigentlich nur noch dieses kleine Hoch hier drüber. Das ist nicht so besonders stark, nicht so besonders ausgeprägt. Das nächste, was hier interessant ist eigentlich, ist erst hier oben.
dieser Bereich. Ja. Der ist wichtig, weil wir hier die alten Tiefs haben, weil wir das hier in dieser wochenlangen Seitwärtsrange immer wieder von unten hochgekauft haben. Das ist eine Flip-Zone. Ja, wenn man einmal hier deutlich nach unten durchgelaufen ist, wie mit dieser roten Kerze, dann wird diese alte Unterstützung hier zu einem sehr stabilen Widerstand und das ist das, was hier im Moment gespielt wird. Ja. Aber insgesamt sieht das sehr, sehr bullisch aus. Wir haben hier eine schöne Einstiegsgelegenheit gehabt, gestern schon in diesem Ausbruch nach oben aus der Bull Flag, die hier gelaufen ist. Ja, schöner Aufwärtstrend, Bull Flag und jetzt setzt sich das Ganze nach oben weiter fort. Wir sehen auch, dass die Stochastik bullisch gekreuzt hat, dass wir noch nicht im überkauften Bereich sind. Also hier ist noch deutlich Platz nach oben. Also Aussie-Dollar gefällt mir gut, Euro-Dollar gefällt mir gut, der US-Dollar, Kanadisch-Dollar gefällt mir gut für die Short-Seite. Ja, wir kommen also immer wieder aufs Gleiche. Ja, hier im Wochenchart hatten wir es uns ja gerade angeschaut, unter dieses wichtige Tief. Nächstes Ziellevel wäre jetzt tatsächlich erst auf dem Wochenchart hier unten. Ich nehme mal die Dochte hier nicht mit rein. Ja, das wäre hier also das nächste dynamische Ziellevel. Ja, starke Bewegung nach oben, können wir eventuell auch eine starke Bewegung nach unten erwarten. Auf dem Daily, ja, sehen wir ganz klar Trendindikator auf der Short-Seite und wir sehen, wie schnell der normalerweise reagiert. Wir sind an dieser Stelle hier schon in den Abwärtstrend gedreht. Ja, im Prinzip mit Unterschreiten dieses Levels sind wir hier in den Abwärtstrend gedreht und dann bietet es sich einfach an, wenn wir dann hier in der Stochastik diese Kreuzungen sehen, ja, eben Positionen aufzubauen, Positionen aufzustocken. Na, und das sind da also immer wieder gute Bereiche, wenn wir einen abwärts gerichteten Trend haben, in diesen Stochastiksignalen hier immer wieder neue Short-Positionen aufzubauen. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen, dass wir deutlich unter dieses Level gebrochen sind. Sehr, sehr wichtig. Ja, das Tief hier und das Tief hier. Da haben wir nochmal dieses Tief hier gehabt. Das ist also einmal, zweimal, dreimal sind wir ganz klar in diesem Bereich gescheitert. Haben dann hier den Break gesehen und ein Retracement. Das ist super. Dieses Retracement ist bis hier in den Verkaufsbereich gelaufen. Das ist der Verkaufsbereich. Ist sofort abgewiesen worden. Dann haben wir den Ausbruch unter dieses Level gesehen. Ja. Ganz ähnlich gelaufen, kleines Retracement und jetzt haben wir hier gerade den Ausbruch unter dieses Level. Ja, und da ist jetzt erstmal wieder nach unten der Weg frei. Ja, auf dem Daily haben wir hier den ersten Unterstützungsbereich und bis dahin könnte das Ganze relativ schnell laufen. Ja, okay, werden wir sehen. Eine weitere Folge von einem schwachen Dollar, das, was wir ja im Moment hier ganz klar sehen, ein schwacher Dollar, ist, ich schaue mal kurz, ob ich es hier drin habe, ja, ist ein steigender Goldpreis. Ne? Den haben wir sehr schön hier gesehen. Mit dem schwachen Dollar ist hier der Goldpreis auf dem Tageschart eben immer weiter angestiegen. Und jetzt hatten wir vor ein paar Tagen hier einen schönen Abverkauf und hatten hier eine gute Chance, nochmal neue Long-Positionen aufzubauen. Ich zeige es vielleicht nochmal kurz. Ganz einfache Geschichte. Trendindikator. Ganz klar grün. Also wir wollen Long-Signale handeln. Die einfachsten Long-Signale, die wir kriegen, ist eine Kreuzung in der Stochastik in der unteren Hälfte. Ja, eine bullische Kreuzung der Stochastik in der unteren Hälfte in die Trendrichtung. Da haben wir hier zwei schöne Einstiegsbereiche. Das ist einmal an diesem Tief gewesen und einmal hier der Einstieg dann 1960 ungefähr. Und hier haben wir die Ziele. Ja, 2015, 2030, 2070. Das sind so die drei Ziele, die im Gold hier erreichbar sind. Ja. Okay, genau, ich wollte mal den Link für den Indikator reinstellen.
Ich packe den heute am Nachmittag bei mir auf die Website in den Shop. Ja? Findet ihr heute Nachmittag unter www.daytradingcoach.de im Shop-Bereich. Da findet ihr dann den Link zu dem Indikator für die verschiedenen Handelsplattformen. Ja, für MT4, MT5, für Ninja Trader, für Motive Waves. Ja, könnt ihr einfach mal reinschauen. Ist, glaube ich, ganz nett. Dann mache ich da noch eine kleine Beschreibung fertig. Und dann packe ich den einfach mal bei mir auf die Website. Gut. Das wäre es dann von meiner Seite auch erstmal für heute gewesen. Resümee heißt ganz klar heute Dollar weiter schwach, alles andere gegen den Dollar entsprechend stark momentan. Das zieht sich wirklich komplett durch alle Währungspaare momentan durch. Schauen wir mal, wie weit es läuft. Wir werden morgen dazu ein Update machen, werden uns anschauen, wie der Tagesverlauf heute gewesen ist. Und es wird am Ende jetzt unsere Aufgabe werden, abzuschätzen, wie lange man diesem Trend folgen kann und wann wir hier wieder die ersten Wechselsignale kriegen. Und dann werden wir das genauso aufbauen, wie wir das in der letzten Woche beim Euro-Dollar gemacht haben, wo wir dann am Ende in die kleinere Zeitebene gegangen sind, geschaut haben, wo die Grenzen liegen und ab wann man die Richtung wechseln sollte. Und bis dahin sind wir hier erstmal wieder in den Majors überall trendfolgend unterwegs. Und das ist im Prinzip die einfachste Variante zu traden. Ja, solange die Trends weiter Bestand haben, reitet einfach die Trends. Ja, und dann schauen wir mal morgen, was sich in den Crossings vielleicht wieder findet. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen super erfolgreichen Handelstag und sage bis morgen früh um 8:30 Uhr wieder hier. Macht's gut, bye bye.